Vielen Dank an die Organisation für die Einladung für diese Lux-Tagung. Es war für mich ein sehr interessanter Tag und auch interessant, dass Waisenluchse schon in vielen Vorträgen eigentlich vorgekommen sind. Stellt euch vor, Waisenluchse kommen häufig auf die Plattform, wenn ein kleines Tier plötzlich auf einer Terrasse bei einem Wohnhaus oder so auftaucht und Katzenfutter frisst. Also das heißt, heutzutage müssen Manager eine Antwort haben darauf, was mache ich dann in einem solchen Fall. Nichts tun wird in der Regel eigentlich nicht mehr akzeptiert in der Bevölkerung. In meinem Vortrag widme ich diesen drei Fragen. Wie werden verwaiste Luchse in Europa gemanagt? Können Waisenluchse rehabilitiert werden? Und welche Faktoren beeinflussen die Überlebenswahrscheinlichkeit von rehabilitierten Luchsen? Ein Waisenluchs ist ein Tier, das in seinem ersten Lebensjahr von seiner Mutter getrennt wurde, weil diese starb, das Junge der Mutter nicht folgen konnte oder es gefangen wurde aufgrund vermuteter Abwesenheit der Mutter. Also es ist nicht im strengen Sinn ein Waise, sondern wir wissen in den seltensten Fällen, ob die Mutter tatsächlich tot ist. Die Datenerhebung erfolgte mittels einer europaweiten Umfrage. Die roten Punkte zeigen, wo Waisenluchse aufgefunden und mir gemeldet wurden. Übrigens wurde Skandinavien und Finnland auch angefragt. Von Finnland habe ich nie eine Antwort erhalten und aus Norwegen und Schweden kam die Antwort, das ist für uns kein Thema, also wir haben keine Berichte von Waisenluchsen. Ein großer Dank gebührt hier allen Mitarbeitern, die mitgearbeitet haben. Ich lasse sie nicht alle aufstehen, die auch hier sind, also viele von euch sind da. Jedenfalls ein großes Dankeschön. In den letzten 50 Jahren, also seit im Prinzip den ersten Wiederansiedlungen, konnte ich Daten zu 320 Waisenluchsen sammeln. Im Durchschnitt treten 8 Waisenluchse auf und der Trend ist stark steigend. Waisenluchse treten vor allem im Oktober und November auf. Und die allermeisten Waisenluchse sind stark abgemagert. Also nur etwa 10% der Waisenluchse, die auftreten, sind in einem guten Erhaltungszustand, Gesundheitszustand. Von den 320 Waisenluchsen wurden 16 euthanasiert, weil in sehr schlechtem Gesundheitszustand. 17 wurden getötet, 18 sind spontan gestorben. 19 wurden gefüttert, das heißt, es wurde ihnen ein Reh oder ein anderes wildes Tier ausgelegt, damit sie sich davon ernähren können. Und das hat zum Teil bis zu 3 Monaten oder sogar länger gedauert, bis sie irgendwo verschwunden sind oder oder abgewandert sind. In der Schweiz wurden 37 legal erlegt, 38 wurden ihrem Schicksal überlassen. Und 175 wurden in Gehege gebracht. Von diesen 175 sind 62 gestorben, 30 wurden in Gefangenschaft behalten und zum Teil in die Zuchtprogramme eingeführt und 72 sollten rehabilitiert werden. Also 72, das ist eine relativ hohe Zahl, finde ich. Also 22% aller Waisenluchse, die lebend gefunden wurden. Oder andersherum 41% der Waisenluchse, die in Gehegen untergebracht wurden, können rehabilitiert werden. Und jetzt mache ich noch einen Schnellkurs über die Survival Analysis Grafik, damit ihr die nächsten Slides versteht. Die Überlebenswahrscheinlichkeit wird mit dieser Stufenlinie dargestellt. Am Anfang dieser Linie zum Zeitpunkt 0
sind alle Tiere am Leben und die Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt 1. Dann in dieser Grafik sind nach einem Jahr und nach dem zweiten Jahr je ein Tier gestorben. Also jedes Mal, wenn eine Stufe runtergeht, ist ein Tier gestorben. Wenn ein Strichlein vorkommt, heißt das, dass ein Tier verschollen ist. In unserem Fall zum Beispiel, dass das Halsband nicht mehr funktioniert oder die Batterie gestorben ist. In dieser Grafik sind nach etwas mehr als 6 Jahren 50% der Tiere gestorben. Wenn wir jetzt die Überlebenswahrscheinlichkeit der weißen Luchse in Gehegen betrachten, dann sehen wir, dass am Anfang ein starker Abfall ist. Das heißt, am Anfang sterben sehr viele Tiere. Das sind dann auch die Tiere, die eigentlich ins Gehege gebracht wurden, aber schon in einem sehr schlechten Gesundheitszustand waren. Aber im Gesamten die Überlebenswahrscheinlichkeit über ein Jahr ist 0,6. Das ist auch wieder eigentlich in meiner Meinung nach sehr hoch. Und also ja, ein Kompliment im Prinzip an alle diese Tierpfleger, die diese Luchse beaufsichtigen und betreuen. Wenn man bedenkt, in wie schlechtem Zustand die oft in den Gehegen ankommen. Jetzt zur Rehabilitation. Also 72 Tiere sollten rehabilitiert werden. 3 mussten euthanisiert werden aufgrund von Fangproblemen. Bevor die Tiere freigelassen wurden, müssen sie gefangen werden für die Besenderung und für den Transport. 3 mussten euthanasiert werden, 1 Tier ist während dem Transport gestorben und bei den Rehabilitierten oder noch nicht freigelassen möchte ich nur schnell anmerken, dass in Deutschland und Polen nicht alle freigelassenen Tiere besendet wurden. Nun die Überlebenswahrscheinlichkeit rehabilitierter Luchse, die ist eigentlich noch besser als die in den Gehegen waren, also 0,66, das ist auch eine sehr gute Überlebenswahrscheinlichkeit. Hier sind 2 Tiere, im Prinzip nach zwei Tagen nach der Freilassung wurden die schon tot gefunden aufgrund von Herzproblemen. Also ja, wenn man die wegnimmt, dann wird das Überleben auch schnell wieder besser. Welche Faktoren beeinflussen die Überlebenswahrscheinlichkeit von rehabilitierten Luchsen? Da haben wir berücksichtigt das Alter beim Fang, das Datum der Freilassung und das Gewicht zum Zeitpunkt der Freilassung, die Anzahl Tage, die im Gehege verbracht wurden, die Art der Freilassung, Soft- oder Hard Release, wir haben schon gehört, was das ist. Hunting Training, also es ist nicht in allen Ländern erlaubt, den Luchsen lebende Beutetiere zur Verfügung zu stellen, aber in manchen Ländern schon. Also ich habe mich gefragt, hat das einen Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der rehabilitierten Luchse? Und dann zuletzt der Freilassungsort, ob der Luchs in eine etablierte Population integriert wird. Oder ob er am Rand der Luchsverbreitung freigelassen wird oder in eine luchsfreie Zone kommt. Nun zum Alter beim Fang. Durchschnittliches Fangalter war 6 Monate, aber auch schon ganz kleine Luchse wurden von den Wurfhöhlen als Waisen empfunden und irgendwo hingebracht. In dieser rechten Grafik zeige ich jetzt die Histogramme, in blau die freigelassenen Luchse, in orange diejenigen, die überlebt haben und in grau diejenigen, die gestorben sind. In dieser Überlebenskurve seht ihr 2, also ich habe das Alter beim Fang in 2 Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, diejenigen, die ganz klein waren, als sie gefunden wurden, und in blau diejenigen, die etwas größer wurden, oder die größeren. Und bei der Kurve schaut ihr die obere Kurve hier. Die Luchse in der oberen Kurve haben eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit. Also
Tatsächlich können auch sehr kleine Luchse rehabilitiert werden, aber sie haben eine etwas geringe Überlebenswahrscheinlichkeit. Beim Datum der Freilassung ist es so, dass diejenigen, die im Sommer freigelassen wurden, also etwa zwischen Mai und August, hatten eine gering größere Überlebenswahrscheinlichkeit. Das Gewicht zum Zeitpunkt der Freilassung im Durchschnitt 15 Kilo. Ich habe aber da die Gruppenaufteilung gemacht mit 13 Kilo. Und hier ist der Trend eigentlich vorhanden, dass je schwerer ein junger Luchs ist, bevor er freigelassen wird, desto besser für sein Überleben. Hard- oder Soft-Release hat keinen Einfluss. Wie ihr seht, verlaufen die beiden Kurven parallel. Auch die Anzahl Tage, die im Gehege verbracht wurden, also im Durchschnitt waren das 211 Tage, aber auch das hatte eine geringe Überlebenswahrscheinlichkeit, Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit. Das Hunting-Training hatte auch einen geringen Einfluss, obschon diejenigen, die ein Hunting-Training erhalten haben, haben leicht besser überlebt. Und nun der einzige Einflussfaktor war der Freilassungsort. Also Luchse, die am Rand einer Luchspopulation freigelassen wurden, hatten eine doppelt so gute Überlebenswahrscheinlichkeit. Und wir haben 6 Luchse, die in ein luchsfreies Gebiet freigelassen wurden, und von denen ist keiner nachgewiesenermaßen gestorben. Der Freilassungsort ist auch noch wichtig, wenn wir die Dispersaldistanzen anschauen, also Luchse, die in luchsfreies Gebiet freigelassen wurden, blieben auch in der Regel dort. Es ist kein einziger wirklich abgewandert, also auch kein Männchen. Hier die Abwanderungsdistanzen, sieht man schön, wie sie sich zwischen Männchen und Weibchen unterscheiden. Nun zu den Empfehlungen zum Management von Waisenluchsen. Die Anzahl Waisenluchse in Europa nimmt zu. Wir haben circa 10 pro Jahr, die potenziell rehabilitiert werden könnten. Das sind recht viele. Es gibt zurzeit nur in 5 Ländern geeignete Auffangstationen. Das heißt, dann muss sich wahrscheinlich irgendwann eine Triage überlegen, welche Luchse brauchen wir, nehmen wir. Falls keine Auffangstation frei ist, stellt sich die Frage, ob eine Unterstützungsfütterung möglich ist. Das hängt natürlich stark vom Gesundheitszustand der Waisenluchse und ihrem Alter ab. Auch ganz kleine Luchse können gerettet werden, aber aufpassen, dass sie sich nicht an den Menschen gewöhnen. Der Freilassungsort ist bisher der einzige Faktor mit einem deutlichen Einfluss. Aber die Stichprobe, die mir zur Verfügung steht, ist sehr gering. Also deswegen müssten wir regelmäßig neue Daten in die Datenbank integrieren und die Analysen wiederholen. Auch ein weiterer Faktor war, dass die Technik immer wieder Probleme macht. Also von den besenderten Luchsen haben 14 Halsbänder kein Jahr lang gedauert. Und wenn wir bedenken, dass wenn wir Daten hätten zu 14 mehr Luchsen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass weitere Faktoren signifikant würden. Nun zum Nutzen für den Artenschutz. 10 von diesen etwas über 60 rehabilitierten Luchsen haben sich fortgepflanzt. Wenn wir auf die Karte schauen, wo diese Waisenluchse freigelassen wurden, hier mit den gelben Sternen dargestellt, dann sehen wir, dass in Skandinavien und Finnland Waisenluchse keine Rolle spielen. In der baltischen und karpatischen Population gemäß der Anzahl eigentlich nicht, aber je nach Gegend könnten Waisenluchse schon eine Rolle spielen. Ein deutlicher Nutzen für den Artenschutz war im Pfälzerwald gegeben, beim Wiederansiedlungsprojekt im Pfälzerwald, wo 7 von 20 freigelassenen Luchse Waise waren.
Und ein Nutzen durch einzelne Waisen war auch gegeben, also immer zwei Weibchen, die als Waisen rehabilitiert wurden in Deutschland und in der Schweiz, die eine neue Steppingstone-Population quasi gegründet haben und somit zu einer starken Verbreitung der Luchse in dieser Gegend beigetragen haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit.